Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Ihr habt jetzt ja schon meine komplette Morgenroutine eigentlich gefühlt gesehen. Und erstmal vorab nicht wundern, dass diese Morgenroutine so perfekt in Anführungsstrichen aussieht. Dass ich mäßig Sport gemacht habe, duschen war, meine Haare gemacht habe, mich fertig gemacht habe, so alles gemacht habe gefühlt. Das liegt einfach nur daran, dass ich heute nur 80 Minuten Unterricht habe und erst um 13:30 beginnen habe. Ja, deswegen, ich habe sehr, sehr viel Zeit gehabt und deswegen sieht es so aus. Wenn ich um 6.30 Uhr aufstehen muss, weil ich um 8 Uhr Schule habe, da stehe ich auf, kann meine Haare, schminke mich ziemlich an und dann flitze ich zur Schule. Also das sieht sonst wirklich nicht so aus. Aber ich dachte mir, ich nutze das mal als Chance, wenn ich schon so spät Unterricht habe, dass ich hier alles wieder so gut mitfilmen kann. Deswegen, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich hatte heute mal diesen Flawless Filter Dupe ausprobiert und ich bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Also ich finde, das sieht sehr, sehr clean aus. Den hat nämlich Ainoa mir gestern mitgebracht. Den hat sie mir nämlich mitbestellt. Sie ist nämlich gestern vorbeigekommen, denn gestern war ja Valentinstag und da habe ich ein paar süße Sachen bekommen und die Maus hat das Ganze mitgefilmt. Deswegen Film ab zu Ainoas Kamera. Valentinstag und deswegen werde ich auf eine Mission gehen und deswegen filme ich hier ein bisschen mit. Sie werden sehen. Hey, hey. Also ich sitze jetzt in meinem Auto, wie man vielleicht unschwer erkennen kann und es ist jetzt kurz vor 7 und ich mache mich jetzt auf die Mission. Ich habe schon hier mit dabei von Elf, Achtung Werbung, diesen Flawless Filter Dupe. Den habe ich für Colle mitbestellt, weil Versandkosten sparen und so. Deswegen, das ist jetzt nicht Teil des Plans, aber ich nehme es mit. Plus ihre Jacke, die hat sie nämlich hier im Auto gelassen. Deswegen, auf jeden Fall fahre ich jetzt zu Rewe und mein Plan ist es, nämlich Blümchen für die Maus zu kaufen, den Red Bull, in der Hoffnung, den neuen Red Bull zu bekommen. Das wäre ja der Oberhammer und was Kleines zum Naschen. Vielleicht wären es die Trüffelchips oder vielleicht springt mir auch noch was anderes Nettes ins Auge, wo ich weiß, das macht sie. Mal gucken. Ja, dann mache ich mich auf den Weg. Ich hoffe überhaupt mal, dass sie noch Blumen haben. Sonst komme ich nochmal bei Aldi vorbei und hoffe, dass die noch Blumen haben. Aber mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Ich werde berichten. Ach so, und genau, ich habe nämlich keinen Tank mehr. Aber Leute, gerade knapp 1,80. Das bezahle ich nicht. Nee. Deswegen muss es reichen, bis ich bei Colle war und wieder auf dem Rückweg bin. Und in der Hoffnung, dass es dann günstiger ist. Sparfuchs. Weil das Geld kommt. Ich wollte eigentlich Tulpen kaufen, weil Tulpen verbinde ich mehr so mit Friendship und Rosen so ein Relationship. Deswegen, aber es gab nur hässliche, deswegen habe ich dann doch Rosen und ich dachte, rosa ist ganz süß. Dann den Retti hier, weil ich filme ja auch immer nur halb, alles klar. Boah, das ist ja mehr. Weil den neuen gab es natürlich nicht und Linsenchips, weil die haben wir mal für uns entdeckt. Deswegen, weil wir letztens schon die Triple Chips hatten, dachte ich, mal was anderes. Ja. Jetzt nicht mehr tanken, habe ich schon gesagt. Vergiss es. Rausschneiden, Cut! Ich fahr jetzt los. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon gesehen, was sie mir gekauft hat. Und davon nehme ich auf jeden Fall heute den Red Bull direkt mit zur Schule. Ich habe zwar nicht so lang, aber ich treffe mich nach der Schule noch mit Ainoa in der Bib. Und dann wird ein bisschen gehasselt, Leute, weil ich schreibe bald Abitur. Ainoa schreibt auch bald Abitur. Ja, ne? Beantwortet sich, glaube ich, von selbst. Und das, da muss ich mich jetzt langsam ransetzen. Und sie auch. Sie ist ziemlich eine Motivation an meiner Hand, sage ich mal so. Weil die ist richtig am Hasseln und ich bin am Chillen. Aber heute ist der Tag der Tage. Ich werde durchziehen. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem noch einmal die Blumen zeigen, weil die sind so schön. Wartet kurz. Wie toll, oder? Thumbnail. Oh mein Gott, Junge, was ist eigentlich los bei mir?
Naja, auf jeden Fall frühstücke ich jetzt gleich noch was. Es ist jetzt, glaube ich, 20 nach 11 und ich muss um 12.30 Uhr, eigentlich viel später. Ich fahre ungefähr eine halbe Stunde zur Schule, aber ich bin immer viel zu pünktlich, deswegen leider ja. Ich hatte vorgestern einen Arzttermin, da bin ich zu spät gekommen, ich musste im Auto heulen. Ja, ja, musste ich. Oh, ich finde es so schlimm, wenn ich zu spät komme. Oder auch wenn andere Leute zu spät kommen, dann heule ich zwar nicht, aber wenn ich zu spät komme, boah, das finde ich so schlimm. Deswegen, ja, ich bin immer viel zu pünktlich. Trotzdem werde ich mir jetzt gleich noch was zu essen machen, also zu Frühstück machen und dann auch noch was für unterwegs. Also halt, wenn wir danach noch in die Bibliothek fahren und so, dann brauche ich was zum Essen, einfach Stärkung. Ansonsten habe ich heute schon sehr viel erledigt. Ich muss jetzt gleich noch einen wichtigen Call erledigen, Leute. Aber dazu irgendwann anders mal. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen sein, ja. Und dann geht es irgendwann los und dann habe ich Mathe 80 Minuten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde halt 80 Minuten sitzen. Ja, habe ich gesagt, ja. Aber gut, ne? Dasein ist alles, ja. Ich wollte noch mal kurz mein Outfit zeigen. Also ich habe einfach nur ganz normales schwarzes Oberteil von H&M an. Die Hose ist von C&A. Die ist sehr nice. Ja, Leute, das war's auch schon. Meine Kette ist von Lovisa und meine Ohrringe. Entweder sind meine Ohrringe auch von Lovisa oder von H&M, aber das weiß ich gerade irgendwie nicht genau. Ansonsten habe ich nichts anderes an Schmuck an oder so. Ich ziehe jetzt dazu wahrscheinlich meine Doc Martens an und meine Zara-Jacke, die hier hängt. Ja, und das ist mein Fit für heute. Bisschen entspannt. Yeah. Wo ich es jetzt gerade im Kühlschrank gesehen habe. Ich habe gestern den neuen Red Bull probiert und ich habe es natürlich für euch mitgefilmt. So, was geht jetzt hier ab? Strubbelt Peter. Ich habe es natürlich für euch mitgefilmt, deswegen Klappe ab die Seite. Taste Test. Das ist jetzt wahrscheinlich dazwischen geschnitten, deswegen, aber ich probiere den neuen Red Bull. Ich bin super gespannt. Der ist ja sogar kalt. Ist ja richtig Prämung hier. Ich habe schon gehört, dass Leute nicht so begeistert waren und der ist ja sogar zuckerfrei, habe ich irgendwie gesehen. Ja, sugar free. Mano, der muss schmecken. Der sieht viel zu gut aus, um nicht zu schmecken. Ich bin echt enttäuscht. Der schmeckt einfach nur nach Süßungsmittel. Deswegen. Ich gebe, ich schmecke jetzt nicht scheiße, aber naja, gut, das ist halt auch was anderes. Ich würde sagen, ich gebe so eine, boah, echt nicht so gut, 5 von 10 oder so, wenn überhaupt. Naja, er sieht trotzdem schön aus, deswegen kaufe ich den wahrscheinlich trotzdem in der Zukunft. Aber ja. Leute, für mich geht es jetzt schon los. Es ist jetzt erst, es ist auf jeden Fall nicht viel, viel später. Ich fahre viel, viel früher los. Aber ich kaufe mir jetzt noch für Schule und Bib und so, kaufe ich mir jetzt gleich noch einen Proteinriegel. Und ich muss noch tanken. Und deswegen, ach, das kostet doch ein bisschen Zeit, Leute. Und dann habe ich mir noch Reiswaffeln mitgenommen. Zum Snacken, keine Ahnung, mal schauen. Und natürlich eine Wasserflasche. Und mein Red Bull habe ich ja auch noch dabei. Also, Leute, ich werde schon nicht verhungern. Ich wollte auf jeden Fall jetzt nochmal mein Outfit zeigen. Ich habe nämlich jetzt noch diese Jacke angezogen, weil, ach Leute, ich fühle mich einfach dann ein bisschen wohler, ein bisschen kuscheliger und so. Und ich habe jetzt auch nicht meine Doc Martens an, sondern so Fake Axe. Das ist jetzt mein Outfit. Ja, dann mit meinem Jutebeutel. Und jetzt kannst du losgehen. Yippie. So Leute, ich fahre jetzt eben tanken. Und jetzt hole ich mir einen Proteinriegel. Yippie. Total spannend, oder? Ich dachte, ich nehme euch trotzdem mit, weil für den Content, wisst ihr. So, und ich liebe das hier.
ist immer so viel Auswahl. Wie toll. Ich nehme, glaube ich, auf jeden Fall ein von ESN. Das ist es halt einfach. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich werde euch berichten. So Leute, ich habe mich jetzt für den entschieden. Ich bin jetzt extra einen Umweg gegangen durch den Gang, wo mich keiner sieht. Ja Leute, ich traue mich doch sowas noch nicht. Aber für den habe ich mich jetzt entschieden. Kokos. Almond Coconut. Ich hatte da irgendwie echt Lust drauf. Eigentlich bin ich gar nicht so der Kokos-Fan, aber ich stehe, habe ich jetzt hier direkt vor die Kasse gestellt. Ist ja auch dumm. Geschafft, Leute. Das Wetter ist richtig kacke. Ich habe richtig Angst, dass... Nein, Angst habe ich nicht. Ist jetzt echt super übertrieben. Ich habe doch meine Haare so schön geglättet. Gleich puh, und dann Explosion auf dem Kopf. Mist. So, ich bin wieder back im Auto, Leute. Oh, ich bin richtig happy mit diesem von Elf, diesem Flawless Filter. Weil meine Haut ist jetzt echt eigentlich nicht so die cleanste, aber, also ich will jetzt nicht sagen, so, ne? Ich habe jetzt keine krassen Pickel deswegen, ne? Aber, also unrein ist sie halt trotzdem, also so, ich habe jetzt keine Babyhaut, mein Gott, ja, Leute, glaubt's mir, hab ich gesagt. Aber, ja, aber, Mann, aber. Jetzt geht's doch schon los, ich bin viel zu früh. Ich habe jetzt, Mann, ich weiß auch nicht, wie spät es ist. Okay, es ist jetzt 12.40 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt noch 50 Minuten, bis ich anfangen habe. Und von hier fahre ich ungefähr 30 Minuten zur Schule. Aber ist nicht so schlimm. Ich muss wahrscheinlich sowieso ein bisschen abseits parken, weil der Schülerparkplatz hat original 5 Parkplätze. Ja, die sind sehr wahrscheinlich besetzt. Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Deswegen muss ich ein bisschen weiter wegparken, muss dann auch noch ein bisschen gehen oder bei dem Wetter. Oder... Leute, ja, das dauert. Aber gut. Ich muss jetzt hier echt zur Schule gehen. Ich habe einfach meinen Regenschirm vergessen. Gleich ist hier Bombe auf dem Kopf. Mist. Alter, das wird jetzt was. Das wird jetzt was, sage ich euch. Scheißdreck. Naja gut, bleibt mir nichts anderes übrig. Mann, Mann. So. Es regnet zum Glück gar nicht so doll. Also ich habe jetzt echt auch total übertrieben gerade schon wieder, aber... Leute, ich kann das alles nicht mehr. Und ich finde die ganze Zeit jemand mit dem Fahrrad rum. Sag mal, hast du nicht Schulschluss? Oh Leute, das wollte ich noch erzählen. Ich habe jetzt erst Schulbeginn. Es ist 13:30 Uhr, ich habe jetzt erst Schulbeginn und alle haben jetzt gerade Schulschluss. Das ist so gottlos, dass ich jetzt erst hin muss, obwohl alle Schluss haben mäßig. Ich bin da. Und ich bin hier einfach vor verschlossener Tür. Hallo. Ich bin auf jeden Fall schon mal nicht die Einzige, die hier ist. Aber irgendwie ist niemand anderes hier. Wieso schwitze ich so gottlos? Naja, aber die anderen gehen jetzt irgendwo gucken, wo die anderen sind. Was weiß ich. Ich bleib hier sitzen. Hört mir auf, hört mir auf. Mir ist es warm. Leute, Schulschluss. Und jetzt treffe ich mich hier auf dem Parkplatz mit Ainoa. Und dann gehen wir gleich zusammen zu der Bibliothek. Aber sie ist noch nicht da, deswegen sitze ich jetzt noch hier. Und, ja. Oh, hast du mich erschrocken? Schicke Schuhe. Danke. Leute, schaut doch mal, wen ich hier gefunden habe. Ich habe schon deine Dings reingeschnitten. Ja, man hat man das, meinen Schacker mit Nagel jetzt gesehen. Hat man echt gar nicht gesehen. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe jetzt in der Bibliothek nichts mitgefilmt oder nicht viel, weil mein Handy, also erstens, weil es uninteressant ist und zweitens, weil mein Handy auch fast leer war. Deswegen, das hängt jetzt am Ladekabel und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich muss aber auch schon in einer Stunde oder so wieder los, denn eigentlich, also ich habe eine Schulveranstaltung, die ist aber nicht Pflicht, also es ist nicht Pflicht, dass man, also es kann, alles klar, da ist keine Anwesenheitspflicht und ich wollte da eigentlich nicht hin. Jetzt haben mich die aus meiner Klasse irgendwie alle überredet. Ja, fühlt euch angesprochen. Ihr habt mich jetzt überredet und jetzt fahre ich da doch hin. Deswegen muss ich jetzt in einer Stunde auch schon wieder los. Deswegen esse ich jetzt gleich was. Aber Douglas-Paket angekommen. Ich habe auch noch ein Shampoo bestellt. Das ist gestern schon angekommen. Das zeige ich jetzt nicht. Ich habe jetzt echt gar keinen Bock, nach oben zu laufen. Aber obwohl ich muss sowieso gleich noch...
gleich nochmal nach oben, vielleicht zeige ich es dann, aber jetzt kommen wir erstmal dazu, was hier drin ist, weil das ist sowieso viel interessanter. Naja, auf jeden Fall muss ich dann gleich schon wieder los und mal gucken, was ich da noch so zeigen kann oder mitfilmen kann. Wahrscheinlich nicht so viel, weil es meine Schule ist, aber ja, mal gucken. Kommen wir erstmal zum umspannenden Teil, also Mini-Haul jetzt an der Stelle erstmal. Jetzt habe ich mir zwei Parfümproben einmal. Ach, Valentino. Born in Roma. Und Chloe Eau de Parfum. Ich liebe so Proben immer so, wenn man, keine Ahnung, mal unterwegs ist, feiern geht, essen geht, irgendwas, keine Ahnung, dann nehme ich meistens immer Proben mit. So, kommen wir jetzt aber zum Interessanten. Was habe ich mir einmal von? Warte, ich weiß nicht, wie man diese Marke ausspricht. So sieht sie aus. Eine Haarmaske bestellt. Wie toll. Alles klar. Oh mein Gott, ist die klein und wie teuer. Oh mein Gott, die ist halt super klein. Ich habe dafür 22 Euro bezahlt. Was soll denn das? Naja, hoffen wir mal, dass das wirkt, das Zeug. Aber warum ich eigentlich bestellt habe? Also ehrlich gesagt, ich habe nur zwei andere Sachen noch mitbestellt, weil ich hätte sonst 5 Euro Versand zahlen müssen. Ja, dann gebe ich lieber 20 Euro mehr aus und habe dann davon was, anstatt dass ich 5 Euro Versand bezahle. Ja, mit der Masche hat man mich halt auch einfach. Naja, auf jeden Fall habe ich dann zusätzlich das bestellt. Aber wofür ich überhaupt bestellt habe, ist Augenbrauen- und Wimpernserum. Ich habe jetzt das von Ordinary genommen. Ich habe mir bei TikTok einfach so ein bisschen Rezensionen zu so verschiedenen angeguckt. Und ich wollte nicht, dass es zu teuer ist. Aber ich möchte natürlich trotzdem ein bisschen was Gutes. Keine Ahnung. Und Ordinary, davon hört man doch viel, oder nicht? Deswegen habe ich das einfach genommen und für 15 Euro. Und das ist so ein Multi Lash and Brow Serum halt. Also beides in einem. Und für 15 Euro finde ich das vollkommen okay. Ich werde auf jeden Fall mal so in meinen nächsten Videos und über die Zeit werde ich irgendwann mal berichten, wie ich es finde. Vielleicht auch in meiner Insta-Story. Mal gucken. Wenn wir schon mal dabei sind, also folgt mir gerne bei Insta. Ja. Das sind die Sachen. Und oben halt noch das Shampoo. Aber das zeige ich dann, wenn ich oben bin. Das ist aber auch von so einer Apotheke oder so. Deswegen, das ist für die Kopfhaut so ein Dings. Ich muss jetzt noch das Essen. Und dann mache ich mich wieder ein bisschen frisch und dann geht schon wieder los. Yippie! Heute ist echt mal ein Tag, wo mal richtig viel los ist. Das ist eigentlich gut für den Vlog, aber irgendwie, ich nehme auch irgendwie gar nicht so viel mit, kann das sein. Am Ende Vlog wieder 30 Minuten, aber naja, egal. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall bestellt und ich freue mich da sehr doll drüber. Yippie! So, ich habe mir jetzt einfach das selbstgemachte Brot von heute Morgen von meiner Mutter gemacht mit Frischkäse. So, das werde ich jetzt schnell essen. Dann gehe ich nach oben, mache mich fertig, weil ich habe gerade gesehen, ich muss schon in einer halben Stunde los und nicht in einer Stunde. Beziehungsweise ein bisschen, wenn ich ein bisschen länger brauche, ist nicht so schlimm. Also ich muss jetzt nicht, also ich muss halt 19 Uhr da sein. Und es ist jetzt gleich 18:30 Uhr, vor allem eine halbe Stunde. Also es ist 18 Uhr und 18:30 Uhr muss ich los, deswegen habe ich dann eine halbe Stunde, weil ihr checkt. Naja, auf jeden Fall ist es nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen später losfahre. Ich muss nicht Punkt 19 Uhr da sein, aber so, na, ungefähr. Deswegen muss ich mich gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen auffrischen und dann halt los. Ich weiß gar nicht, ob ich das anlassen soll, weil durch den Schlamm und so vorhin und dadurch, dass ich ja so eine Schlaghose anhab, sind die Beine unten ein bisschen dreckig. Ist eigentlich auch nicht so schön, wenn das dann so eine Schulveranstaltung ist, aber da muss ich mal gucken. Und ich mache gerade irgendwie gefühlt Beatbox. Kann das sein, ich rede schon schnell. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt mal schnell was essen. So Leute, ich habe mich jetzt schon mal umgezogen. Ich habe jetzt diesen Pulli an, einfach eine schwarze Schlaghose, weil ich dachte, das passt ein bisschen besser. Jetzt wollte ich euch noch einmal das Shampoo zeigen, das ist aber das hier. So Leute, komm ich jetzt nach Hause. Die Show ist hier noch nicht vorbei, aber ich muss jetzt echt nach Hause zu meinem kleinen Wauzi. Ich war auf jeden Fall auf der Bühne, ich habe kein Wort gesagt. Ich war einfach da, ne? Leute, ich habe es auch schon mal gesagt, da sein ist alles. Aber, ja, habe die ganze Zeit gelacht wie so ein Vollidiot, weil ich unser eigenes Stück einfach total witzig fand. Ja, gut, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, ja. Naja, auf jeden Fall gehe ich jetzt. Ich bleibe hier kurz im Licht stehen. Ich gehe jetzt, oder ich fahre jetzt nach Hause. Das Licht ist richtig hässlich. Okay, ich gehe doch weiter. Aber ja, bin ich jetzt nach Hause und dann wird gechillt und dann muss ich erstmal wieder was essen, weil ich habe echt immer noch richtig Hunger. Mal gucken, was ich mir dann so mache, aber ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal Netflix gucken und dann ja, mal schauen. Mal schauen, was wird. Ich hätte auch super gerne eigentlich was gesagt, aber Leute, ich weiß nicht, was es war. Ich hatte so eine Blockade in mir. Ich konnte nicht. Ich fand es selber so witzig und dann, weiß ich nicht, ich konnte einfach dir nichts sagen auf einmal.
Finde ich eigentlich schade, ich hätte gern was gesagt. Aber gut, ist wie es ist. Man sieht mich ja fast gar nicht. Aber jetzt habe ich den Hund auch geweckt. Wie kann man so süß sein? Leute, ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Vlog hiermit beendet ist. Ich habe eben noch was gegessen. Ich werde mich jetzt gleich abschwingen und in mein Bett gehen. Und ja, also hier passiert jetzt echt nichts mehr Spannendes. Es ist jetzt auch schon halb zwölf, würde ich gerade sagen, halb zehn, glaube ich. Deswegen, ja, bye bye und bis zum nächsten Mal.